Nun haben Sie eben den Wahlkampf angeführt und Sie haben sich als der politisch und in einer bestimmten Richtung politisch engagierte Schriftsteller bekannt, der Sie sind. Das hat nun natürlich auch dazu geführt, dass Sie angegriffen werden und dass Sie angegriffen worden sind, etwa von Seiten der CSU im Zusammenhang mit dem Prozess, den Sie gegen Kurt Siesel geführt haben und der damit geendet hat, dass Sie nun ja nach einem Gerichtsbeschluss als pornografischer Schriftsteller gelten können. Ist dieses Urteil... Ich muss Sie verbessern. Ja. Also es ist... bezeichnet werden können. Bezeichnet werden können im Zusammenhang mit literarischen Kritiken. Ja. Wir haben von unserer Seite her von vornherein bestritten, dass es sich bei Herrn Ziesel oder bei der Kategorie Ziesel, der Ziesel arbeitet nicht alleine, hat viele Leute der CSU hinter sich, eine Reihe von Bundestagsabgeordneten, dass es sich in erster Linie hier um einen politischen Prozess handelt. Hier wird von vornherein und auch von Gerichtsseite werden alle literarischen Kategorien ignoriert. Ich weiß nicht, ob es bewusst geschieht, auf jeden Fall werden sie ignoriert. Es liegen eine Menge Gutachten vor, die genau anzeigen, was Pornografie ist und was Literatur ist. Ich könnte diese Dinge hier also rasch wiederholen. Die Pornografie hat doch vor, Anreiz zu sein. Ja. Sie arbeitet ohne Distanz, ohne Ironie und glaubt durch das platte Abschildern von sexuellen Vorgängen und Varianten dieser Vorgänge animieren zu können. Man beruft sich doch zum Beispiel Herr Ziesel auf eine Passage in Katz und Maus. Dort onanieren Schüler auf einem abgesunkenen Minensuchboot. Und wenn wir jetzt diese Stelle isoliert betrachten, selbst dann ließe sich das nicht beweisen, obgleich diese Methode, allein schon isolierte Textstellen herauszuwählen, fragwürdig ist. An sich illegitim. Er arbeitet nur mit diesen Methoden. Denn gerade diese Stelle macht deutlich, und das ist auch in vielen Gutachten gezeigt worden, dass der Autor vorhat, ironische Distanz zu diesem ja verfemten und immer bis jetzt verschwiegenen Vorgang, den alle Welt kennt, in alle Welt, eine Periode, die alle Welt durchgemacht hat, zumindest männlichen Geschlechtes. Und mir kam es darauf an, diesem gemeinsamen Onanieren den Geruch des Geheimnisvollen, des Verschmuckten zu nehmen. Das passiert eigentlich ganz lustig. Ich zeige gleichzeitige Vorgänge, auch im Erzählvorgang, Einlaufen von Schiffen in die Hafenmündung hinein. Es wird an sportlichen Wettkampf erinnert. In der Tat wird das Ganze wie ein sportlicher Wettkampf geschildert. Ja, Sie sagen ja den Ausdruck Olympiade ausdrücklich dann. Natürlich, nicht? Und diese Dinge sind so weit weg von Pornografie, das ist auch oft genug gesagt worden, dass das Gericht hätte davon Kenntnis nehmen müssen. Ich hätte über den ganzen Fall kein Wort verloren, wenn nicht von vornherein sich bewiesen hätte, dass Herr Ziesel vorhat, eine Art politische Attacke zu reiten. Sie also sehen diese Attacke also vornehmlich politisch? Ja, Sie sehen ja auch, die erste Reaktion nach dem Urteilsspruch ist die, dass ein CSU-Abgeordneter im Bundestag eine Anfrage macht und sagt, ob ich aufgrund dieses Gerichtsurteils noch im Olympiakomitee zu ertragen sei. Das zeigt deutlich an, in welche Richtung dieses Urteil interpretiert werden wird.